willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Europa Universalis 4 mit Frankreich. In der letzten Folge kämpfen wir gegen den Bauernaufstand hier und hier. Da wir momentan einen Bauernkrieg haben, haben hier die nigerischen Nationalisten gerade besiegt und versuchen nun uns zu vergrößern, immer noch unsere Vasallen langsam loszuwerden, einen nach dem anderen hier, 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 hier. Den vielleicht langsamer zu vasalisieren, wenn er es mit sich machen lässt. Und dann langsam gegen England vorzugehen, um komplett Großbritannien zu erobern. Irgendwann auch mit Schottland natürlich. Gut, das haben wir momentan. Hier erholen sich die Truppen. Wir haben Technologien offen, immer noch minus 10% hier. Rebellen sind erfolgreich, wunderbar. Lagerung von Languedoc. Und zwischen noch da oben. Forderung nachkommen, wir verlieren 10 Prestige. Languedoc bekommt gesenkte Steuern bis 84, also 10 Jahre. Und Vermandois bekommt auch gesenkte Steuern. Warum Vermandois? Ist halt noch gar nicht erfolgreich. Naja, gut. Wir sagen, dem geben wir mal nach. Um auf jeden Fall das Risiko dort zu verringern. Ihr wollt nach Avignon überlaufen, das könnt ihr aber ganz schnell vergessen. Was macht ihr hier oben? Riesische Bauern. Aha. Interessant. Ich schließe mal zusammen, damit ihr euch gleich mit ihm zusammenschließen könnt. Wir wollten Genutan außer einen langen Dock. Das sind jetzt auch weg. Zack. Wunderbar zusammengeschlossen. Mailand, wollen wir das denn überhaupt? Kein einziger Verbündeter bleibt noch da. Baden, Aragon, Vatikan und Siena. Naja, dann lassen wir euch mal in Ruhe. Ihr seid noch nicht auf unserem Plan momentan. Staatsebene Barry ist vorbei. Wo kommt die nächste Einladung? Lässt man auf sich warten. Wir haben momentan eine ganze Menge Geld, die können wir mal in Gebäude investieren, in unsere noch nicht gebauten Rüstkammern, dass wir das auch nochmal verbessern und hier möglichst schnell unsere Truppenlimit bekommen, was momentan sowieso geschwächt ist durch Leibeigenschaft, die wir aufgehoben haben. Da ist die Staatsebene von Barry wieder. Wie sieht es mit euch aus? Langsam mal hier vasalisieren. Ja, sieht schon besser aus. 23 gegen nur noch 59. Ja, wir haben momentan auch noch keinen wieder frei. Immer noch minus 10 hier. Staatsee aus Armagnac auch, obwohl es uns langsam immer mehr Legitimität kostet. Aber wir wollen sie ja möglichst bald integrieren. Da hilft die Staatsee auf jeden Fall, da sie die Beziehung um einiges verbessert, nämlich um 25. Und jetzt zwei und gleich die letzte Rüstkammer. Nicht, aber nächsten Monat zumindest. Haben wir schon vasalisiert. Gibt einen neuen Papst. Er sammelt wieder fleißig Reichsautorität, was mir gar nicht gefällt.
Österreich hat ein Embargo gegen uns verhängt. Das könnt ihr auch kriegen. Dann hat sich das wahrscheinlich mit den Beziehungen verbessern erledigt. Das wird nicht mehr gekittet werden, wird schwer gekittet werden. Ach, hatten wir schon ein Embargo gegen Österreich? Habe ich gerade nicht richtig gelesen? Nee. Achso, ehrlich gesagt ist ja gar nicht. Geh mal. 53% stärker. Nein, nochmal lieber. Jetzt habe ich aus nur noch plus 15. Verbesserte Beziehungen sind nur noch bei plus 44. Da sollten wir vielleicht mal wieder. Oh. England hat Tyrone den Krieg erklärt, jetzt wollen sie sich wieder hier weiter ausbreiten. Dann haben sie sogar schon den größten Teil von Irland besetzt. So, wir können den Bauernkrieg jetzt beenden. Wäre die Möglichkeit. Während der ersten Phase des Bauernkriegs machten die Wellen, ja, den Text kennen wir schon. Entweder können wir nochmal die Rebellen zerquetschen, 17 Bauern kommen in Rethel, oder wir verhandeln um eine Lösung, verlieren fast 300 Dukaten, 50 Prestige, aber der Bauernkrieg endet. Ich würde sagen, wir gehen das Risiko ein, verlieren massiv Prestige. Wir erhalten 10 Legitimität und 20 Prestige. Und die ganzen Mali werden entfernt. Provence hat Avignon den Krieg erklärt. So, Revolten haben wir jetzt noch überall, aber nur noch heretisch und nationalistisch. Aber das hat sich gerade mit dem nächsten Monat erledigt. Denn der Bauernkrieg ist vorbei. Wunderbar. Das heißt, wir können mal wieder unsere Vermögen halt nach unten schrauben. Um ein bisschen Geld zu verdienen. Schon mal den ersten Kredit zurückzahlen, den wir momentan noch besitzen. Das mit Österreich gefällt mir gerade überhaupt nicht. Handelsausweitung. Unsere Freihandelspolitik ermöglicht unseren Händlern die Ausweitung unseres Handels. Hervorragend. Und Grenzspannungen. Die Spannungen an der Grenze zu Aragorn haben dazu geführt, dass wir nun einen Anspruch auf Roussillon haben. Ah, hier. Aber verbindet mit Portugal und Mailand. Das ist ja gar nicht so schwierig. Portugal. Und Portugal ist verbündet mit Brasilien, kann also vielleicht dann durchmarschieren. Auf jeden Fall. Und Mailand, ja, ist jetzt auch nicht so stark. Das könnte man eventuell mal irgendwann mal in Angriff nehmen. Sagen zuerst mal machen wir unsere 10 Schiffe, die uns noch fehlen, fertig. 10 Barken sollten erstmal reichen und 8 vernünftige Schiffe. Vernünftig große Schiffe. Minus 10%. Ja, es würde uns natürlich nicht schlecht. Würde voll helfen, dass wir. England hat ein Embargo gegen uns verhängt. Na, das tut mir leid für euch. Wie sieht es mit uns aus? Wir können ja. Ne?
Kastil mal gegen Österreich tauschen. Lothringen ist im Krieg. Dann kommt noch das Bündnis, wunderbar, darauf habe ich gehofft. Rumänien, Provence. Nein. Und Lothringen, nein. Wollen wir nicht? Darauf habe ich spekuliert. Ja. Wir stehen momentan sehr gut. Sehr gut da mit Kastilien. Wir werden nochmal die Beziehungen verbessern. Ja, schön grün. Gegen relativ rot. Gegen ganz rot. Und dunkelorange. So, Amanax ist bei 183. Da können wir langsam die Integration in Gang setzen. Aber wir wollen ja noch ein paar Schiffe bauen. Und zwar Karaken. 1, 2, 3. Hier werdet zusammengeführt mit. Na, wo ist er da? Ah, schon auseinander. Schade. Aber er kommt schon hinterher. Dann können wir sie gleich zusammenführen. So, dann haben wir ja in dieser Folge schon einiges wieder geschafft. Haben unsere Flotte verbessert. Haben den Bauernkrieg beendet. Haben ein Bündnis mit Kastilien geschlossen. Haben die Beziehung zu Kastilien um einiges verbessert. Denn wir brauchen einen starken Verbündeten auf jeden Fall irgendwann, wenn es gegen Österreich geht. Das ist nicht mehr abzuwenden. Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Problem ist, dass die auch noch mit England verbündet sind. Das heißt, wir würden von zwei Seiten immer fleißig angegriffen werden. Nationalbank. Die Gründung einer Bank hat uns einen Anstrich von Seriosität und Zuverlässigkeit gegeben und sie erlaubt auch unserer Regierung eine viel größere Flexibilität bei der Finanzierung von Kriegsmitteln. Nationale Darlehen um 500 Dukaten, nationale Darlehen um 200 Dukaten, nationale Darlehen um 1000 Dukaten. Ich denke mal, wir werden finanzielle Probleme, glaube ich, eher weniger bekommen. Ist ja nicht Lachs. Hier muss auch irgendwas schiefgelaufen sein. Bei 200 Dukaten Bankkreditgröße von 12, aber bei 500 auf 6? 500 Dukaten ist mehr als 200 Dukaten, warum ist die Bankkreditgröße dann dadurch kleiner? Wahrscheinlich hier die Zahlen wahrscheinlich vertauscht. 500 und 200 sollen bei 200, 500 und 1000 sein. Dann nehmen wir die goldene Mitte vom Alphabet, was das Wichtige ist. Gut, das haben wir nun auch. Wie gesagt, schwierig wird es nachher, wenn es gegen Österreich geht, da Österreich mit England verbündet ist. Das heißt, auch wenn es gegen England geht, ist Österreich immer mit dabei. Das heißt, das ist nicht gut für uns. Das heißt, wir brauchen einen starken Verbündeten. Das kann Kastilien sein. Noch besser ist, wenn Kastilien irgendwann mit Aragon zusammen sich zusammenschließt und wir dadurch natürlich einen noch größeren Verbündeten bekommen würden. Aber das liegt noch in weiter Zukunft. Momentan haben wir England sowieso geschwächt hier mit Wales und Cornwall. Was uns dann einen wunderbaren, wenn wir die nach und nach annektieren, einen wunderbaren Sprungbrett nach England geben wird. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge so langsam. Wir gehen das Ende zu und sollten nun langsam anfangen, wie gesagt, unsere letzten Vasallen hier zu integrieren, Provence und Avignon auch in uns noch langsam einzuverleiben, dann Bretagne, dass wir unser französisches Gebiet für uns haben, danach geht es gegen England hoch. Ich möchte ungern hier auch in den unteren Bereich vordringen, ich würde sagen, wir konzentrieren uns erst einmal auf England, auf die Insel, und dort voranzukommen, und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir weiter, in welchem Zeitraum wir uns dann befinden und was dann die weiteren Ziele sind. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Kommentare in die Kommentarbox. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ciao, ciao.